Das geht 100% schief, Leute. Das geht schief. Na gut. Es ist wirklich schön, dich hier bei mir zu haben. Ich sehnte mich so lange nach jüngerer Gesellschaft. Offenbar hat Gott meine Gebete erhört und dich zu mir geschickt. Ich bin fertig. Das steht dir ausgezeichnet. Du siehst aus wie ein feiner Herr. Als ich ein kleines Mädchen war, hatte ich immer viele andere Kinder und junge Erwachsene des Hofes um mich. Ich war so glücklich. Ich dachte, dass das für den Rest meines Lebens so bleiben würde. Aber Gott hatte andere Pläne für mich. Hast du und Herr Divisch keine Kinder? Nein. Nein, leider nicht. Es war uns nicht vergönnt. Schon zweimal trug ich ein Kind in mir. Aber beide starben. Und nun fürchte ich, gibt es keine Hoffnung mehr. Geh hin, trösten. Herren. Das geht so schief, Freunde. Vergib mir, Herrin. Das war falsch. Ist schon gut. Okay. Aber mal im Ernst, 3-4 Groschen wären ja auch nicht schlecht gewesen, ne? Also ich will mich jetzt nicht beschweren. Heinrich hatte schon seinen Spaß. Aber als Lohn für persönliche Dienste. So ist es. Ja, wenn jetzt hier keiner im Raum ist, könnte ich ja vielleicht hier das leichte Schloss knacken. Also, so als Idee. Ich glaube, das wird was wert sein. Ah, ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Ich will nicht zu dir. Ich habe da eine Frau. Himmel, pass auf, wo du hingehst. So, jetzt müssen wir es nur noch schaffen. Zum Müller zu kommen. Ohne, dass uns irgendjemand aufhält und hoffen, dass er das gestohlene Zeug uns abnimmt. Ich will nämlich eigentlich nicht mit dem gestohlenen Zeug erwischt werden. Ich glaube, das würde uns gar nicht so gut tun. Ah. Schaut gut aus. In Rattei muss ich glaube ich noch ein bisschen warten, bis ich sowas wieder abziehen kann. Sind glaube ich alle ein bisschen stinkig auf mich. Ich muss etwas zu essen besorgen. Aber gut. Viel Gesundheit. Der ist halt wieder voll happy, ne? Ich habe hier Ding. Aha. Boah, das gibt richtig Kohle.
Uiuiuiui. Warst du schon? Ja, okay. Ja, gut, das behalte ich mal, das Hemd, ne? Könnten wir vorstellen, dass das die Questbelohnung ist. Ist gut. In Ordnung. Ah, ich muss etwas zu essen besorgen. Das hat gut funktioniert. Langsam knurrt der Magen. Ah, du kochst gerade für mich. Danke. Ich speichere kurz. Wo wir jetzt ja gerade eine Dame besetzt haben, warum wollen wir nicht gleich auch es mit Theresa machen? Vielleicht sind wir ja noch heiß, was unsere Redekunst angeht. Hehe. Vielleicht ist unser Heinrich ja noch voll drin und hat Lust weiterzumachen. Na gut, als allererstes werde ich jetzt mal schauen. Ich glaube, wir können hier was skillen. Hier. Schlösser knacken. So, bitte. Deine Dietriche sind stabil und halten deswegen doppelt so lange. Nachdem du erfolgreich ein Schloss geknackt hast, besteht eine Chance, 20%, dass zu Bruch gegangene Dietriche wieder in dein Inventar landen. Beides gut. Bei erstmal doppelt so lange halten ist, glaube ich, gut. So, wo ist denn die feine Dame? Nicht waschen. Ich hab doch geskillt, dass ich Frauen dann besser mögen, wenn ich stinke. Möchtest du wieder etwas mit mir unternehmen? Jetzt geht es leider nicht. Komm am Abend wieder, ja? Okay. Ja, 18 Uhr ist schon Abend, oder? 18:30 ist es ja quasi. Sollte eigentlich schon passen dann. Bin mal gespannt, wie weit man mit Theresa gehen kann. Hochzeit und so wird es wahrscheinlich nicht geben. Das gehe ich nicht von aus. Bleib da. Ich will dir was Gutes tun. Wie wäre es jetzt gleich? In der Stadt? Das klingt wundervoll. Jeder sagt, in der Schenke zum zerbrochenen Rad ist abends viel los. Lass uns dorthin gehen. Warst du schon mal in einer Schenke? Mein Vater und ich machten oft an der Schenke zur Waldwiese Halt, wenn er das Mehl in die Stadt brachte. Aber ich durfte nie mit hinein. Was meinst du, Heinrich? Wollen wir gehen? Na, warum nicht? Aber wenn wir schon dort sind, musst du ein Bier probieren. Gut, abgemacht. Dann lass uns gehen. Muss ich da jetzt hinterherlaufen oder kann ich schnell reisen? Bist du oft in die Schenke? Manchmal. Ah, muss hinterherlaufen. Wenn mir nach gutem Essen ist. Du würdest nicht essen wollen, was ich koche. Wohl wahr. Ich werde nie deine Wette vergessen, damals in Scarlett's. Erwähne bloß nicht die Haferkekse. Fritz Magen hat sich bis heute nicht davon erholt. Und triffst du in der Schenke viele Mädchen? Natürlich. In den Schenken und Bädern tummeln sich die Schönsten. Du Rüpel. Muss dich doch nicht gleich so aufregen. Ich rege mich keineswegs auf. Ich mache nur Witze. Mädchen in Schenken kümmern mich nicht. Ich ziehe andere vor. Und welche sind das? Volle Lippen, grüne Augen. Du bist so ein... Komm schon.
Also, da wären wir. Wollen wir etwas bestellen? Ja, sehr gerne. Bedienung? Ah, ein paar Turteltäubchen. Was hättet ihr denn gern? Tja, schmeckt es dir? Es ist lecker. Dieses Bier. Es gibt kein besseres in der Provinz. Weißt du was? Hey, was machst du denn da? Oh, nein, 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 nein. Oh, doch, nein. Komm schon, trau dich. Nein, ich hab noch nie... Hand auf meine Hüfte. Ich weiß noch nicht mal wie... Und los geht's. Aber ernsthaft, ich kann das doch gar nicht. Seh sich einer die zwei an. Du schlägst dich wacker. Na gut. Das ist... Na gut. Gar nicht so schwer. Du machst mich fertig. Und du sagtest, du kannst nicht tanzen. Hey, tanz doch lieber mit einem richtigen Mann. Wie wär's, wenn du abhaust und jemand anderen belästigst? Ach, komm schon. Ein Körper wie deiner ist doch verschwendet an so einen lahmen Schlappschwanz wie den da. Oh, Mädchen, du hast echt keine Titten. Na, das gefällt mir. Eine Frau, die sich wehrt, bevor ich sie ficke. Oh. Jetzt das gibt's Ärger, Kumpel. Büßen. Bin im Faustkampf trainiert. Ich schlachte dich ab. Das Knie ins Gesicht ist eine unfaire Masche. Was du machst, das macht man auf keinen Fall mit Frauen, deswegen muss ich ohne Scheiß das Ding hier gewinnen. Alles andere ist. Dreckiges Schwein. Scheiße, verdammt! Der, los jetzt! Der ist doch schon ganz... Nee, der kriegt gleich was auf die Gosche, das... Keiner redet so mit meinem Mädchen. Gibt's ja nicht. Schon hartnäckig, ne? Aber ich könnte es schaffen. Da hätte ich einen kurzen nachsetzen müssen. So zum Beispiel. Was ist los? Nix. Was ist bei dir los? Dein Gesicht schaut schon ziemlich übel aus. Reicht's langsam. Wie willst du noch? Jesus Christ.
Bam! Mein Held. Tut das sehr weh? Mach dir lieber Sorgen um den anderen Kerl. Mir geht's gut. Au! Ja, natürlich. Deshalb jammerst du auch jedes Mal rum, wenn ich dich berühre. Aber du hast ihn verjagt. Nachdem du mit ihm fertig warst, hatte er nicht mehr sein großes Maul. Hey, das kitzelt. Weichei. Tochter von Müller, oder? Habe ich da richtig aufgepasst? So, du wirst schon wieder. Aber gönn deiner Hand etwas Ruhe. Trag vorerst keine schweren Sachen. Danke. Darf ich dich heimbringen? Du gibst wohl nie auf. Willst du dich nicht lieber noch etwas ausruhen? Ich finde schon nach Hause. Die paar Schritte schaffe ich. Dann komm, mein Held. Das muss ich dir lassen. Abende mit dir sind vielleicht schmerzhaft, aber nie langweilig. Ich gebe mir Mühe. Du solltest reingehen, bevor Peschek sich noch Sorgen macht. Yes! Zwei an zwei Tagen. Oh. Oh. Oh Mann. Ja, muss ich. Läuft langsam. Hallo. So, nach dieser Quest schlafen wir jetzt mal bis zum nächsten Morgen. Dann wollte ich mal unbedingt zum Badehaus. Weil wir doch schon ein bisschen stinken. Und mal zum Rüstungsschmied in Rathai und mal schauen, ob der uns mal die ganze Kleidung, die wir anhaben, reparieren kann. Ob wir... Na gut, es ist halt kein... Vielleicht kann er halt nur die Eisenteile davon machen, ne? Und ich muss noch irgendwie zu einem... Näher, um dann den Rest... Um dann den Rest, flicken zu lassen. Aber die Sachen will ich jetzt erstmal machen, dass ich dann halt ins Badehaus gehe, dann nach Rathai mal schauen, wie ich mein Zeug reparieren kann. Und danach geht's dem Müller den Ring abgeben. Die eine Nebenquest haben wir noch. Muss doch schauen. Gegenstand kochen. Haben wir denn irgendwas da? Nee, ne? Pfannkuchen gibt's auch keine mehr. Nichts gemacht. Da ist ein Dieb! Wache! Wachen, kommt her, rasch! Da Wache! Drüben ist ein Dieb! Da ist ein Dieb! Wache! Leute, das war ich! Hilfe! Da haftet den Dieb! Leute! Hey! Bleib stehen, hallo. Hilfe!
Kriegt euch mal wieder ein, das war ja gar nichts. Bitte euch. Oh Mann, ey, gar nicht so einfach. Hier ist das Badehaus. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich ignoriere das. Bis oben der Bösewicht-Ding weg ist. Ich denke ja nicht, dass das Spiel checkt, dass ich das war und bei Müller und deswegen. Wir haben es aber entriegelt und können dann später vielleicht das Zeug rausholen, wenn alle pennen und ihm dann selbst verkaufen. Wäre das nicht witzig? Ja, hör schon auf. Obwohl, gegen den Happen hätte ich nichts einzuwenden. Dauert ja nur eine Zeit, bis oben das Zeichen wieder weg ist. Pfoten weg, du. Ich wollte nur mit dir reden, nicht stehlen. Es tut mir leid. Hallo? Es tut mir leid. Ich wollte nur reden. Hallo? Ach Gott, tut mir der Magen weh. Hallo? Oh Mann. Dieses Spiel, ne? Aber gut. Übrigens ganz normal, dass man manchmal neu lädt, habe ich mir sagen lassen. Ich probiere es jetzt nochmal. Kann ich dir das verkaufen, Kumpel? Beste Grüße. Ich habe hier. Aha. Huiuiui. So viel Geld hat er gar nicht. Ich kaufe gerade. Oh Mann. Abbrechen. Oder Warenkorb prüfen? Ich habe das gerade alles wieder zurückgekauft. Mann, 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 ich muss auch verkaufen. Ich habe mich schon gewundert, dass ich nichts habe. Eieiei. Okay, hat mich schon gewundert. Wie immer falschig. Nun, versuchen wir es. Endlich eine vernünftige Summe. Seinen eigenen Stuff angedreht. Na gut. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja, kriegst du ja gleich was.
Ey, Müller? Ich hätte was zu verkaufen. Müller? Ja, also... Okay, vielleicht die mieseste Nummer, die ich je gemacht habe. Aber ich finde es so witzig, dass es funktioniert. Dass es nicht checkt, ne? Kommt ihm das Zeug nicht irgendwie bekannt vor? Also mich stört's nicht, ne? Reue? Nö. Das war am Anfang so doof zu uns. Dass mir das jetzt egal ist. So. Ich falsch noch. Du hast noch ein bisschen mehr für dein eigenes Zeug zu bezahlen, bitte. Hm. Ist gut. Ja, das sollte passen. Ach, herrlich. Hat er nicht noch irgendwo eine Truhe stehen? Das ist ja viel zu gut, wenn man das hier gleich abgeben kann. Das Geklaute. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? Oh, fast 1000. Das freut mich jetzt richtig, dass es so funktioniert hat. Da bin ich ja ehrlich, ne? Hier drin waren wir schon mal. War hier nicht auch noch irgendwo eine Truhe? Na gut, aber wir haben auch noch Fertigkeitspunkte zu vergeben, ne? Kräftesparende Angriffe. Deine Angriffe brauchen 30% weniger Ausdauer, verursachen aber auch 20% weniger Schaden. Gilt nur für Waffen, die auf Agilität basieren. Leichte Rüstung. Wenn du keine Plattenrüstung trägst, fällt es dir im Kampf 50% leichter, Angriffen auszuweichen. Das hat keine... Da steht nichts von gegenseitig ausschließen. Da steht auch nicht, dass wir einen Negativwert haben. Ne? Also hier haben wir einen Negativwert. 20% weniger Schaden. Hier haben wir nichts Negatives. Wenn wir Platte haben, ist einfach alles wie immer. Deswegen würde ich das erstmal skillen. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht. Wo sind wir denn jetzt bei Schlösserknacken? Bei 3? Und Hauptding sind wir doch bei 9. Sehr gut. Ja, das macht Spaß. Okay. Ist das dein Ernst? Ich habe da nichts gemacht. Aber ja, ich hatte vor, vielleicht dich zu bestehlen. Also jetzt wirklich, Leute, das macht einfach Spaß. Jetzt aber erstmal Badehaus und vielleicht nicht mehr versuchen zu stehlen. Das wäre vielleicht ganz gut. Wer ist da? Keiner. Danach gehen wir nach Ratai und schauen, wie wir reparieren können. Was lungerst du hier so herum? Ich muss etwas essen. Meine Eingeweide ziehen sich schon zusammen. Nicht mehr im Badehaus baden zu können, ist glaube ich gar nicht so cool. Okay. Halt! Ich muss dich durchsuchen. Darfst du, hab alles verkauft. Komm schon. Ja, gleich, ich lad noch. Los jetzt.
Ich muss etwas essen. Meine Eingeweide ziehen sich schon zusammen. Was? Jetzt darfst du hinein. Danke. Oh, was zu essen. Geil. Danke. Spiel. Keine Wahl als zu betteln. Aus Scarlet stamm ich. Was ist denn? Wie viel Zartheit haben wir denn? Ja, dann mach ich nochmal. So, war ein Rüstmeister nicht ungefähr hier? Ja. Schauen wir mal hin, ob der uns was helfen kann. Hat er noch nicht offen? Oder Mittagspause? Was denn da los? Ich warte jetzt einfach mal ein bisschen bis so Mittag. Vielleicht hat er dann ja erst geöffnet.